Herzlich willkommen hier bei Knollte TV. Mein Name ist Ragnarök und heute dreht es sich mal um die Angst. Um die Angst, die man dir permanent macht. Also, nicht verzagen, Knollte Fragen. Der kommt direkt nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knollte. Ja, heute durfte mal der Herr Ragnarök den Anfang machen. Da ist er total, total stolz drauf, wirklich. Sonst lasse ich das ja nicht zu, ist ja mein Kanal. Aber macht ja nichts. Ne, man muss auch mal gönnen können. Ja, das Thema heute, Angst. Angst, ja, wie soll ich damit umgehen, ne? Weil, wovor hast du Angst? Schreib doch mal schnell in die Kommentare, ne? Also, so, und aber das eigentliche Angst, ne? Also, ich habe auch manchmal Angst, dass mir ein Hammer auf den Fuß fällt oder so, aber ist ja gar nicht so schlimm. Tut 2 Minuten weh und schwamm drüber, ne? Aber es geht ja heute mal um die Angst, die die Regierung dir so antut, ne? So, damals so zu den ominösen Viruszeit da, sag ich mal, ne? Ja, Virus war das. Wer hätte sich denn impfen lassen, ohne Angst vor der Krankheit zu haben, dass man sterben tut oder so, ne? Oder wer hätte sich einsperren lassen, ohne Angst, dass man sich da den Tod holt, ne? Ja, ja, also die Regierung macht da schon ganz mächtig Druck auf dich, ne? So mit der Angst, ne? Eigentlich nur, um dich klein zu halten, ne? Weil wer Angst hat, der muckt nicht auf, der kuscht. So, und jetzt ist es ja auch so mit dem Klimawandel, ne? Mit der komischen, ja, du weißt schon, Erderwärmung nennen die Fachleute das, ne? Die Spezialisten. Da machen sie dir ja gerade auch richtig, richtig Angst mit, ne? So, dass du in ein paar Jahren nicht mehr draußen rumlaufen kannst, weil du dann den Hitzetod erleidest, ne? Und dass viel zu viel CO2 in der Luft ist, dass sich der Planet so blöde aufheizen tut, ne? Also müsst ihr alle vor lauter Angst jetzt das CO2 einsparen. Aber so ein Normaldenkender, der müsste sich doch wirklich mal überlegen, ja, also wenn ich CO2 einspare... Aber der Rest der Welt tut das nicht. Ja, genau, der Rest der Welt, der tut das nicht. Dann bringt dein Einsparen gar nichts. Überhaupt nichts. Also brauchst du dir da auch überhaupt keine Bange mitmachen zu lassen. Ja, richtig, richtig. Oder dann gibt's ja noch die Leute, die dir da Bange machen mit dem Blackout, mit dem großen Stromausfall, weil ja die Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet sind. Auch das wird nicht passieren, meine Lieben, weil wir kriegen ja Atomstrom aus Frankreich. Und in Belgien und Polen werden gerade neue Kraftwerke gebaut. Dann können wir da auch einkaufen. Ja, nur in Deutschland. CO2-neutrale Energie ist hier nicht angesagt. Weil mir macht mir Angst mit so einem Super-GAU, ne? So wie in Fukushima da passiert ist. Durch den Tsunami, ne? Das hat ja Ursache und Wirkung. Das Ding war ja auch eigentlich schon nicht mehr so modern. Aber das ist ja nicht kaputt gegangen, weil es nicht modern war, sondern weil da so ein Tsunami war, ne? Aber damals das da in Tschernobyl, das ist hochgegangen, weil es total im Arsch war und keiner hat es gepflegt, ne? Aber die deutschen, die hochmodernen deutschen Kraftwerke wurden abgeschaltet. Wegen dem Klimawandel. Und die Kohlekraftwerke wurden wieder eingeschaltet. Ja, das verstehe wer will, aber beim Thema bleiben Angst. Angst ist ein tolles Instrument. Weißt du? Ich könnte jetzt ein Schwert nehmen, dich zerstümmeln, dir den Kopf abhauen oder sonst was. Könnte ich machen. Aber mit Angst, wenn ich dich in Angst versetze, halte ich dich klein, halte ich dich unter Kontrolle. Und das ist doch das eigentliche Ziel von unserer super tollen Bundesregierung. Dich unter Kontrolle zu halten, dich klein zu halten. Nicht, dass du noch irgendwie auf die Idee kommst, mal nachzufragen. Was stimmt denn hier nicht? Lieber Herr Scholz, lieber Herr Lauterbach, lieber Herr Spahn, lieber Herr Tralala. Ja, ihr seid nur da, um dem kleinen Michel Angst zu machen. Um dem das
Geld aus der Tasche zu ziehen, den gefügig zu machen, nur damit ihr euren Pöppes immer fester in den Sessel drücken könnt, ne? Ihr könnt machen, was ihr wollt, solange der kleine Deutsche Angst hat. Aber ich sage euch, wahrlich, richtig, wohl wahr. Angst hat bald ein Ende. Erkennt endlich mal die Wahrheit. Und dann gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Und das macht dir mal klar da in Berlin, dass du keine Angst mehr hast. Was soll denn passieren? Meinst du, der Olaf kauft sich ein Schwert und verstümmelt dich? Nein, das ist mein Job, aber ich tue es ja auch nicht. Nee, so böse ist der Herr Ragnarök ja gar nicht. Der tut immer nur so. In Wirklichkeit ist der total, ja, friedlich. Friedlich ist eigentlich nicht das richtige Wort für den, ne? Aber harmlos, brauchst du keine Angst vor zu haben. Vielmehr musst du Angst vor den Sachen haben, die da von Berlin kommen, ne? Weil es geht an dein Geld, es geht an deine Existenz. So, buh, jetzt habe ich dir auch Bange gemacht. Obwohl das gar nicht meine Idee ist und überhaupt nicht mein Wille und überhaupt nicht meine Überzeugung, irgendeinen Angst zu machen. Ich will, dass du endlich mal die Augen aufmachst und keine Angst mehr hast. Und wenn die da in Berlin wieder mal irgendwas von dir wollen, wo sie dir mit Bange machen, damit du auch schön kuschst, dann überleg doch dreimal, ob du damit spielst. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann mach dich doch mal schlau. Es gibt Google, es gibt alternative Medien, bloß nicht diese ARD und ZDF, weil das sind Staatsmedien, die berichten genau das und genau so, wie die in Berlin das wollen. Punkt. Aus Mickey Maus. Und da kannst du gar nichts gegen machen. Hauptsache, du bezahlst fleißig deine Gebühren. Ja, du finanzierst die Verarsche auch noch. Anstatt mal zu sagen, nee, da zahle ich jetzt auch nicht mehr. Ihr seid ja gar nicht unabhängig. Ihr belügt mich ja. Oder vielleicht nicht lügen, aber ihr sagt mir nur die halbe Wahrheit. Die Wahrheit, die sie da in Berlin haben, die erzählt ihr. Aber die eigentliche Wahrheit, die wird verschwiegen. Hauptsache, du hast Angst.